kurz auf die andere Möglichkeit probieren. Eagle 1, erbitte aktuellen Situationsbericht. Sind noch Code 3. Verdammt, so. Wir haben das Fahrzeug verloren. Böscht. Macht so gut wie fast gar nichts. Informationen für die Verfolgergruppe. Das Fahrzeug wurde zuletzt gesehen in Fahrtrichtung Norden, auf dem Campus Circle. Sichtkontakt zum Verdächtigen ist noch nicht lange abgebrochen. Einsatzleitung erbittet Absperrung um das unmittelbare Zielgebiet, sowie westlich der letzten bekannten Fahrtrichtung. Auf weitere Infos warten. Nichts auf weitere Infos warten. Ich speichere jetzt sofort. Ich keinen Bock habe, das Ganze nochmal zu machen. Ja, ja, weiter. Sehr gut. So. Erreichte Meilensteine komplett. Aus 10 Millionen wurden 13 Millionen. Alles klar. Wagenauswahl. Fangen wir mal mit dem an, damit wir den anderen wieder ein bisschen runterbekommen. Rennen. Was machen wir denn? Fangen wir mal mit dem Sprint an. Fahren müssen wir sowieso einen Haufen rennen. Das heißt, das wird sich doch noch ein bisschen hinziehen. Aber ich schätze, nächste Aufnahmesession. Spätestens übernächste Aufnahmesession, wenn die nächste eine kurze wird, dürften wir gegen Razor fahren können. So. Fuck, keiner fährt die Abkürzung. Intelligenzbolzen. Danke fürs Anschieben. Und da bin ich vorbei. Aber irgendwie habe ich da die Lenkung, glaube ich, zu wenig krass eingestellt. Was ist denn da los? Oh, was kommt denn da für ein Alter her? So, fünfter Gang sind wir eh schon. Oh, das ist ganz schön lang, das... Und das passt so nicht. Ja, ist glaube ich besser. Ja, viel besser. Scheibenmeister. Wobei das Rennen alles andere als viel besser ist. Das ist ziemlich schrecklich bis jetzt. Oh, das können wir schon machen. Wieder vorbeiziehen ohne NOS-Einsatz im vierten Gang. Idioten. Tja, du kleiner Ford, dich hätte ich beinahe gekauft, wenn ich nicht die Zuschauer gefragt hätte. Dann würde ich jetzt mit so einem Teil rumfahren vielleicht. Du Scheiße! Was geht denn da ab? Schauen wir mal, ob das bringt. Ja. Gegen zwei hat's was gebracht. Und den einen bekommen wir auch noch los. Ich glaube, ziemlich die gleiche Strecke bin ich heute erst gefahren auf der Xbox. War zumindest so ähnlich. Aber ich war nicht so scheiße. Und ich bin, glaube ich, mit einem Lambo gefahren, ja.
Nein. Stellst dich bitte wieder hinten an. Hallo. Dankeschön. Dass du ein Idiot bist. Hui. Das hätte mich definitiv den Sieg gekostet. Da bin ich mir 100% sicher. An alle Einheiten. Nix an alle Einheiten. Weiter geht's. Wie viel brauchen wir denn eigentlich? 9 Rennsiege. Also nur 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Geht sich genau aus. Und da ich sowieso alles fahren muss, ist es wurscht, was von der Geschwindigkeit her ist, Hauptsache nicht Priorität. Von der Länge her meine ich. So. Da. Dann noch vor dem Stahlteil bitte. Sehr gut. Mal wieder rauf. Ups. Okay, aber wurscht. Zeit haben wir genug. Und wieder rum, und wieder so rum. Und in die andere Richtung. Da hoch. Da unbedingt immer links fahren, Leute. Ups. Wieder eine scharfe Rechtskurve ist, so nimmt man die normalerweise nicht. Aber geht auch. Und da wäre schon das Ziel. Warum fahren wir nochmal so einen Umweg? Es wäre cool, wenn sie so einen leichten Secret Easter Egg eingebaut hätten, dass man da irgendwo durch irgendeine Wand durchfahren kann. Und dann da schon ankommen kann. Wäre ein lustiger Gag. Vielleicht nicht als bei der letzten, also beim Nummer gegen die Nummer 1, aber. Sicht 12, 13 oder so. Kacke. Müsste man einmal, sollte man einmal so auf der Landkarte vorher sehen. Wenn man aufpasst, hätte man es auch gesehen. Ballare. Da wieder rein. Gar kein Umweg. Und wieder zurück. Und wieder auf. Hauptsache. Die Strecke länger gemacht. Drei 50.
Hatten wir vorher mal kurz drauf. Also, Zeit müssen wir uns auf alle Fälle keine Sorgen machen. Können wir echt noch einen Kaffee trinken gehen? Allerdings ist der Lambo einfach auch ein Biest. Ach du Scheiße, der hat mir jetzt gerade ganz runtergebremst. Okay. So, nennen wir mal das die Kaffeepause. Ups. War so nicht geplant. Haben jetzt nur eine Minute Zeit für 8, für 7. Prozent, 6%. Das heißt, das reicht auf alle Fälle. Mehr als genug. Sehr gut. Achtung, Stadtbezirk. Ein Code-6-Zielobjekt wurde gemeldet. Nicht bei mir. Ich speichere mal wieder, nicht, dass es dann wieder irgendwann abkackt. Speichern, ja. Ja. Augenausmal brauchen wir nicht. Wir bleiben beim Porsche erstmal. Und wir fahren das nächste Rennen. Zwei haben wir. Sieben gehen uns noch ab. Das heißt, wir nehmen einfach mal den nächsten. Oh, was stehen denn da für Autos rum? Da ist meiner eindeutig der geilste. Bei der links auch noch ganz lustig ausschaut. Aber keiner mit meinem mithalten kann. Ob es jetzt am Auto oder an der Karre liegt, ich weiß es nicht genau, aber wahrscheinlich am Auto oder an der Karre. Das ist auch geil. Wenn am Fahrer oder an der Karre. Oder am Auto natürlich. Da geht's wieder durch, okay. Ey! Was ist denn da für einer? Und zwei haben... Einer hat sich total verhangen. Und warum fahre ich eigentlich dir hinterher, wenn du die Strecke eh nicht kennst? Sonst wäre es viel kürzer gewesen. Oder was heißt viel? Eigentlich egal. Außerdem, was soll das, dass du vorne bist? Ich bin Erster. So sieht's nämlich aus. Kurz durch die Tankstelle durch. Zwei Kippenschachteln gekauft. Eine Pulle Wodka. Und das NOS muss ich wieder aufladen. Denn ich befürchte, so wie der hinter mir dran klebt, brauchen wir den eventuell noch. Wir haben 41%. Wir fahren schon 1 Minute 35. Das heißt, es wird so ein 4-Minuten-Rennen werden. Nicht ganz. 30 vielleicht. Fuck you.